Mein Name ist Stefan Trübi. Ich habe die letzten Monate die Forschung hier mitverantwortet für diese Ausstellung namens Elements of Architecture. Ich bin ausgebildeter Architekt, habe im Bereich Philosophie mich promovieren lassen mit einer Geschichte des Korridors. Wie gesagt, ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Geschichte des Korridors. Rem Koolhaas habe ich vor einigen Jahren kennengelernt. Er hörte davon und hat mich vor diesem Hintergrund eingeladen, das, was ich mit dem Korridor gemacht habe, für weitere Elemente der Architektur zu tun, nämlich ein Element der Architektur zu nehmen und durch die Brille dieses Elementes die gesamte Architektur zu betrachten. Der Name Fundamentals für diese Biennale ist sehr vielgestaltig. Wir haben verschiedene Art von Fundamentalien in dieser Biennale ausgestellt. Die Hauptausstellung ist den Elementen der Architektur gewidmet. Elemente wie Fußböden, Decken, Fenster, Türen etc. etc. werden von allen Architekten und Architektinnen weltweit verwendet. Es handelt sich zweifellos um eine Basis der Architektur. Weitere Fundamentalien dieser Biennale sind die Idee des Nationalstaates. Die Länderpavillons wurden in diesem Jahr eingeladen unter dem Motto 1914 bis 2014 Absorbing Modernity, über die letzten 100 Jahre ihres Landes nachzudenken. Wir haben verschiedene Reisen gemacht durch bizarrste Museen im europäischen Raum vor allem. Wir haben einen Elements Trip gemacht, der uns von einem Klo-Museum zu einem Türmuseum zu einem Fenstermuseum geführt hat. Und wir haben die abenteuerlichsten, aber auch bewundernswertesten, teilweise privaten Initiativen kennengelernt. Und einige dieser Produkte, die wir auf diesen Reisen gesehen haben, sehen wir jetzt auch hier in dieser Ausstellung. Ich denke, ein großer Unterschied dieser Biennale zu den vorherigen Biennalen ist der, dass wesentlich weniger als in früheren Zeiten die Architektur nicht nur auf die Arbeit des Architekten reduziert wird, sondern Architektur wird auf dieser Biennale als ein Produkt einer sehr komplexen Gemengelage, ein Produkt eines sehr komplexen Kräftefeldes verschiedener Akteure porträtiert. Und zu den Machern von Architektur gehören eben nicht nur Architektinnen und Architekten, sondern auch Bauherren, auch Unternehmen, auch kodifizierende Einheiten wie Städte, Länder und Staaten. Die Geschichte hat einen wichtigen Stellenwert in dieser Biennale. Allerdings kann diese Biennale nicht auf eine Historiografie, eine Geschichtsschreibung reduziert werden. Wir schauen genauso auf die Gegenwart wie auf die Geschichte. Wir schauen im Übrigen sehr stark in die Zukunft der Architektur. In der Elements-Ausstellung, in der wir uns gerade befinden, geht es um die letzten 5000 Jahre der Architektur und um die Zukunft der Architektur. In den Länderpavillons geht es um die letzten 100 Jahre der Architektur. Und im Arsenale, in der Ausstellung Monitalia, geht es vor allem um das Italien der Nachkriegszeit. Aber das Thema der Zukunft wird insbesondere hier in dieser Ausstellung Elements of Architecture untersucht. Ich denke, dass eine so komplexe Ausstellung mit einer so komplexen Fragestellung kann nicht auf eine Antwort oder auf eine Quintessenz reduziert werden. Aber ich denke, das Angebot ist reichhaltig genug, um mit sehr vielen Quintessenzen nach Hause zu gehen.